Neue Runde, neues Spiel, neues Glück, sage ich immer so gerne. Ja gut, okay, so häufig sage ich das eigentlich nicht. Ehrlich gesagt sage ich das nie. Mir ist gerade nur dieser Spruch eingefallen. Ja, willkommen zum weiteren Part von Mario Kart Wii Online. Das war Luigi Stadium ist es. Und was ich auch sehe, ist eine Wolke als erstes Item. Weltklasse. Na komm. Rosalina, bitte. Bitte. Nein, nimm sie mir doch ab. Wäre schön gewesen. Vor allem Rosalina, die kann die Wolke einfach mitnehmen in die Galaxie da draußen. Und ja, die Wolke einfach zunichte machen. Wäre schön gewesen, aber ne. Wollte sie scheinbar nicht. Da war sie doch nicht so gutmütig, wie wir alle dachten. Ja, soll so sein. Aber heute, ich bin heute gut gelaunt. Ich sage euch, ich fühle, da geht was. Da ist ja die Rosalina wieder. Mit dem 3er-Pick-Roten natürlich. Als würde sie den nicht nur wegen mir aufbewahren, oder? Die weiß schon. Bei mir läuft heute. Ich merke das einfach. Ich weiß nicht. Ich habe das so ein bisschen im Urin, dass bei mir heute läuft. Ja, Alter, als ob die macht das echt. Haha, Pech gehabt. Die hat das echt gemacht. Da hat einer sie überholt und automatisch ist der Rote geflogen gekommen. Die wollte echt nur Platz 2 Grad. Und der gelingt. Die kriegt schon wieder ein 3er-Pack Rotner. Der gelingt es halt tatsächlich auch noch, den zweiten Platz zu verteidigen. Aber auch nur, weil der so viel Glück hat. Oder die oder wer auch immer. Gut, Geigos, ich sehe, das ist männliches Mii, also der. Ja. Okay, bisschen Damage gemacht. Ich glaube, jetzt sollte sie geschlagen sein. Ja, jetzt ist sie weit hinten. Nein! Ach komm! Ja, der nächste mit den 3er-Pack-Roten. Jetzt der dritte oder vierte, den ich da gerade gesehen habe im Match. So kannst du aber auch nicht Zweiter werden, das muss man einfach sagen. So klappt das leider nicht. Muss mir irgendwas einfallen lassen. Ja gut, der eine Funky Kong, der ist eh out of nowhere, den kriegen wir nicht mehr. Aber der zweite Platz wäre zumindest mir sehr wichtig. Weil wie gesagt, ich fühle noch immer, heute läuft's. Powerblock. Hat's beide erwischt? Ja, hat's. Der kommt von links, der kommt von links, der kommt von links. Nee, Funky Kong, sieh. Oh lol, er ist erwischt worden von irgendwas. Nein, ich stuck! Ich stuck, fuck! Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Und zu meinem Leid natürlich auch noch, der Grüne, den ich geschossen hat, erwischt ausgerechnet die Rosalina. Die dir keine Gefahr ist. Och man, da habe ich jetzt meinen zweiten Platz hergeschenkt. Ich war so weit vorne. Ja, von mir aus soll halt so sein. Es wird halt ein Minus werden, oder? Ja, minus 26. Ach lol, die haben ja gar nicht mehr so viel. Ja, nice, das ist super. Da muss ich ja sogar mindestens Dritter werden, sonst klappt da nicht viel, Leute. Ja, holla, liebe Strecke. Getal? Nee, ich kann kein Spanisch. Ich wollte mich gerade nur so darstellen. Deswegen, ja, genießt einfach die Strecke an der Stelle. Und meine nicht vorhandenen, ja, Fremdsprachen-Skills. An der Stelle, ich kann, Stand jetzt, würde ich sagen, nur Englisch und... Okay, Deutsch ist keine Fremdsprache für mich, ist meine Muttersprache halt. Ich wollte gerade sagen, Deutsch ist Fremdsprache. Ja, moin, ist klar. Wisst ihr, ja, so Menschen wie ich haben einfach keine Muttersprache. Bei mir ist alles eine Fremdsprache. Ja gut, manchmal glaube ich es halt echt von dem, was ich so von mir gebe. Da könnte wirklich Deutsch auch eine Fremdsprache von mir sein. Na, passt schon. Ich meine, ich habe zwar Italienisch gelernt und lerne aktuell privat noch immer Schwedisch, aber noch nicht so gut, dass ich sagen würde, ich kann eine Fremdsprache. Das dauert noch ein bisschen. Beim Italienisch hatte ich nur ein Jahr und das Einzige, was ich da gelernt habe, war Weinbeschreibungen machen. Auf Italienisch. Das heißt, ich kann das lesen, was hinten auf einer Weinflasche draufsteht auf Italienisch. Ja, aber mehr dann auch schon nicht. Vor allem, ich habe den Sinn hinter Italienisch teilweise, also wie man die Grammatik so anwendet, noch immer nicht verstanden ganz. Wie sich da teilweise die ganzen Verben und so weiter ändern und... Ja gut, okay, ich meine, im Englischen war es ja irgendwann auch mal bei jedem so. Ich meine, spätestens als die regulären und irregulären Verben kamen, gibt's zu, da hatte jeder Probleme am Anfang. Aber einfach allein schon, weil das so eine scheiß Auswendiglernerei ist. Und da gibt's im Schwedischen halt so ähnliche Sachen. Weil da gibt's ja diesen Artikel N und Ed. Und es gibt einfach keine Regel, wann man Ed oder N sagt. Das muss man einfach wirklich auswendig lernen. Und ich frage mich halt, wer macht das bei der Sprache? Wer sagt das, ob das ein N oder Ed-Verb ist? Gut, vielleicht gibt's doch irgendeine Methode. Ich habe sie halt noch nicht gelernt, aber es würde mich interessieren.
Okay, der wurde erwischt. Ja, eine Bombe nur. Ja, moin vor mir auch noch. An der Stelle, wir sind gerade 11 Leute, das heißt, hier ist gerade Chaos vorprogrammiert. Nein, ich bin an der Itembox vorbei. Ich dachte, die würde in der Mitte das spawnen. Die eine. Ey, lass mich in Ruhe. Alter, dieser Grüne, der ist ja sehr riskant. Der traut sich was. Stern, Stern, Stern. Okay. Gutes Item, bitte. Gutes Item. Ja, das nehme ich. Platz 3 ist auf alle Fälle drin. Gut, gerade ist noch alles drin, weil der erste und der zweite sind auch nicht so weit weg. Nein! Das sind miese Tricks gerade. Da hat irgendwer eine Wolke. Konnte der Bowser die gerade echt noch rechtzeitig abgeben? Sieht so aus. Nein, Rosalina, das ist nicht dein Ernst. Aber ich bin vorbereitet drauf. Ich nehme jetzt eine schöne Abkürzung. Was? Nein! Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein, weil der am Ziel ist. Nein! Nein, mein zweiter Platz! Mein zweiter Platz! Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr nach der zweiten Runde. Ich bin Sechster geworden. Aber wie lächerlich bin ich denn da hochgeschossen? Also da fehlen mir gerade echt die Worte. Ja Leute, ihr merkt schon, ich komme immer mehr an den Boden der Tatsachen zurück. Ich darf nicht sagen, dass ich ein gutes Gefühl habe, weil das resultiert meistens im Gegenteil. So wie in der heutigen Folge bis jetzt. Ich wollte eigentlich heute relativ nah an die 7000 Punkte wieder rankommen, aber ja. Bis jetzt ist alles und jeder gegen mich. Ein Stern, nice. Kann ich wenigstens mal Kettenhunde verräumen? Okay, nee, kein Bock. Das ist mir dann zu wenig Abkürzung. Ich brauche nur die ganz guten Abkürzungen gerade. Aber es sah halt wieder bis zum Ende so gut aus. Und dann die letzte Kurve. Aber ganz ehrlich, wie lächerlich war denn bitte dieser Abbremser? Und dann der blaue zur falschen Zeit. Aber wirklich zur absolut falschen Zeit. Ja, soll halt so sein. Aber wie ich schon vorhin sagte, mal neue Runde, neues Spiel, neues Glück. Und ich halte mich daran, das wird kritisch. Ja, ich konnte ausweichen, aber war es wirklich so gut? Ich weiß es nicht. Ich bin nach wie vor Dritter. Obwohl ich ins Gras gefahren bin. Krass. Ja, der Luigi da vorne und der Funky Kong. Und ich sehe das wirklich wieder, dass die Rosalina hinter mir ist. Ey, beim letzten Mal war es der Yoshi. Jetzt gibt mir die Rosalina am Sack. Gibt es mittlerweile auch wieder jede Folge, dass mir irgendein gewisser Spieler die ganze Zeit am Nerv geht? Könnte tatsächlich sein, wobei der denkt sich wahrscheinlich das gleiche über mich. Oh ja, der blaue tut weh. Ich gebe ihr noch einen grün hinterher, komm. Okay, jetzt sind alle wieder ganz nah beisammen. Ja, Nein, oh Mann! Also erstmal, wie viel der blaue war das jetzt mittlerweile, die Runde? Der vierte oder fünfte, glaube ich. Jetzt bin ich schon wieder Letzter. Ja, sorry Daisy, aber ich kann nicht anders. Nein, der Grüne! Es ist so unfair. Ja, und kein Item bekommen. Ja, und jetzt der Knochendrucken auch noch. Ah, der Gumba. Ja, moin, ey, es ist so unfair tatsächlich mal wieder gewesen. Es ist halt so unfair. Ja, wieder minus. Boah, letzten zwei Kurven. Aber auch nur wegen diesen einen grünen. Lief mal absolut gar nicht. Also heute kommen gefühlt auch alle Strecken, die schon eine Ewigkeit nicht mehr dran waren. Daisy Circuit, Waluigi Stadium, der Jungle Ding. Und auch diese Mario-Strecke schon gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr gefahren. Welche werden da noch ausständig? Die Yoshi-Kaskade. Die habe ich heute auch schon mal gewählt gehabt, aber ja, kam bis jetzt nicht dran. Wenn die noch kommen würde, dann ja. Wäre halt heute der Tag der
Ich nenne es mal unbeliebten Strecken, weil die ja so selten immer drankommen. Ja, bestimmt auch noch roter. Bestimmt auch noch. Das ist so eine Funktion von dem Roten, die ich bei der Wii noch immer hasse. Wenn er vorbeisaust, dann dreht er einfach um. Da hat er trotzdem Bock auf mich und die Rosalina mal wieder. Es ist unfassbar. Mein Hass auf diese Frau mittlerweile ist so enorm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vor allem in Mario Kart. Na warte, ja, gibt's bestimmt auch noch. Komm, wo ist die Rosalina? Ich will sie haben, da vorne ist sie. Geigos. Dein Name ist in meinem Kopf für alle Zeiten vermerkt. Der hat sich einen Platz in der Oldtime-Statistik der lästigsten Gegner gemacht bei mir. Komm, jetzt ein Stern und jetzt... Auf Wiedersehen, Rosalina! Das war der Funky Kong! Ich wollte die Rosalina aber haben. Ja, passt gut. Da ist die Rosalina wieder. Hi. Ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ich bin mit dir einfach echt überfordert. Schau dich die an. Da kommt die schon wieder. Ah, wetten, die überholt mich jetzt noch irgendwie. Ja, Windschatten auch noch. Ich brauche irgendwie einen Masterplan kommen. Einen blauen? Soll ich den? Ja, komm, setz dich ein. Let's go. Das ist jetzt aber nicht die Rosalina, die den hat. Nee. Boah, das war knapp. Ich weiß, das war jetzt ein krasser Umweg, aber ich konnte nicht anders. Nee, Daisy, vergiss es. Das ist mein zweiter Platz. Das ist mein zweiter Platz. Ja gut, okay, dann bin ich ein Dritter. In Angesicht der Tatsachen, was heute alles passiert ist, bin ich auch mit dem Dritten zufrieden. Nehme ich einfach. Ja, plus 21. Ich glaube, das erste Plus des heutigen Tages. Bei dem Minus, das wir schon kassiert haben, ja. Eigentlich wäre der Erste auch mal wieder drin oder der Zweite. Der wäre schon verdient gewesen. Ach, come on. Als hätte ich es nicht schon geahnt, dass da irgendwas gegen mich schon wieder ist. Ja gut, es muss halt eine, die häufig vorkommt, die muss ja halt drankommen. Das geht gar nicht anders. Nur ich habe beim letzten Part da, ich sag mal, ein bisschen sehr viel geschielt und deswegen habe ich gerade keinen Bock auf diese Strecke. Okay, Kugelwille passt. Ciao, ciao. Bitte lass mich bitte frühzeitig raus. Komm, hier jetzt. Genau, danke. Nicht wieder in diesen scheiß Schneefeld. Ja, nee. Die letzte Chance. Ich darf die einfach nicht nehmen, weil dann geht die Abkürzung nicht. Kleiner Tipp von meiner Seite eben auch. Ihr habt es gerade gesehen. Letzte Chance. Absolut unnötig. Powerblock. Ach komm, Geigos. Warum denn? Vor allem, der war sogar vor mir, aber der Powerblock hat sich bei ihm nicht angewandt. Und was der Funky Kong gerade gemacht hat, ich weiß es auch nicht. Der hat gerade irgendwie eine Drehung gemacht von vorhin. So, die Daisy da war. Oh ja, das ist geil. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, danke. Geigos, hehe. Das hast du verdient für die ganze Geschichte von vorhin. So, der kriegt einen roten. Als ob der den nicht erwischt hat. Und ich wette, ich krieg den roten jetzt ab, weil der verfolgt mich jetzt eh eine halbe Stunde. Genau, schau euch das an. Es ist so unglaublich. Wo kommt die denn schon wieder her? Die ist unglaublich. Und hat einen roten auch noch in der Hinterhand. Ah, okay, der rote ging an die Daisy. Ja, passt. Ich bin gerade relativ nah dran an der guten Platzierung. Es ist zwar noch eine Runde, aber das ist schon mal nicht schlecht, was ich bis jetzt erreicht habe. Aber die Daisy macht auch gar keinen Hehl daraus, die ganzen Items wegzuwerfen. Als wäre sie nicht so sicher. Die ist sich echt sicher. So, und jetzt die Abkürzung geil nehmen. Komm, da ist schon wieder... Nein! Okay, danke. Die Daisy bekommt da nachher für mir auf alle Fälle ein Bier spendiert, wenn ich jemals weiß, wer das ist, der den steuert. Hä, lol? Die Daisy hat verkackt! Nein! Alter, das ist... das. Vergiss es, vergiss es! Oh! Alter, das war mein erster Platz, aber das war gut von der Daisy, man muss es so sagen.
Ey, die hat den ersten Platz für das verdient. Die hat schon so geschielt, aber dann wieder so geskillt. Aber ich bin Zweiter geworden. Plus 51 noch. Boah, Alter, ich will gar nicht wissen, was ich bei dem ersten Platz bekommen hätte. Ja gut, Leute, dann trotzdem danke fürs Zusehen. Mit dem ersten Platz sollte es nichts mehr werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.